In Waidhofen gibt es eine kleine Gruppe engagierter Menschen, die in uneigennütziger Weise beschlossen haben, es muss etwas für die Flüchtlingskinder geschehen und haben kurzerhand das Lernnetzwerk gegründet. Mittlerweile gibt es dieses wundervolle Sozialengagement seit 7 Jahren. Ja, das stimmt. Wir sind schon im 7. Jahr und wir haben auch wirklich viele Erfolge. Das beruht auch darauf, dass wir unseren Schwerpunkt auf Volksschulkinder setzen und die lernen einfach unheimlich schnell. Und so gesehen kann man warten drauf. Und individuelle Betreuung ist natürlich auch ganz super für die Kinder. Ne? Da mangelt es jetzt momentan ein wenig. Ja, es gibt in Waidhofen leider dieses Lerncafé von der Caritas nicht mehr. Das heißt, wir erwarten da noch mehr Anforderungen an uns. Und da bin ich eigentlich schon bei meinem Problem, das ich habe, so als ein bisschen Organisator des Lernnetzwerks. Wir werden nicht mehr. Jetzt ist einer meiner Helfer letzte Woche verstorben, vollkommen überraschend. Und naja, und es ist auch so, diesen Job können fast nur Pensionisten machen. Das habe ich zumindest bisher so gedacht. Und die werden immer älter. Das heißt, wir brauchen neues, frisches, junges Blut von Pensionisten. Und da haben Sie eine ganz interessante Idee im Augenblick. Genau, und das ist sozusagen was Neues, was ich angedacht habe, beziehungsweise den Tipp hat mir eigentlich eine Helferin gegeben. Ne? Ich werde versuchen, in den Oberstufen unserer höheren Schulen einmal zu schauen, ob es nicht da junge Leute gibt mit sozialem Engagement, die da bereit wären, vielleicht auch ein bisschen mitzuhelfen. Und das wäre natürlich ein super Mix, ne? Weil Leute, die arbeiten, die können am Nachmittag nicht helfen, Aufgaben machen. Frau Kühn, Sie sind eine dieser Helfer in diesem Lernnetzwerk. Was haben Sie eigentlich für Erfahrungen gemacht? Ich habe eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich betreue auch gerne Kinder einzeln, weil man wirklich gut eingehen kann drauf. Und habe als Beispiel möchte ich nennen einen jungen Mann aus Guinea, der eigentlich mit sehr wenig Kenntnissen, aber sehr viel Eifer und sehr viel Engagement gekommen ist. Den habe ich mal intensiv einen Sommer lang betreut und der hat auch dann die Überprüfung für die Schule in Weiher geschafft, war ein Jahr in dieser Hotelfachschule und macht jetzt sehr erfolgreich eine Lehre in Kemmerton an der Krems. Wie lange verbleiben eigentlich diese Kinder bei Ihnen? Dieser junge Mann ist ein gutes Jahr da geblieben, weil dann hat er gewechselt zur Lehre nach Kemmerton. Und wie viele Kinder betreuen Sie generell und wie viel Zeit wenden Sie dafür auf? Für diesen jungen Mann habe ich eigentlich einen Sommer lang täglich gelernt, kann man sagen. Und ansonsten, ich habe letztes Jahr nur ein Mädchen betreut, aber zu dem Mädchen bin ich 2-mal in der Woche je 2 Stunden gegangen. Das war eine Volksschülerin, die zuerst in der Waidhofener Volksschule nicht bestanden hat, die erste Klasse. Und in der Wiederholung hat sie in der Zell gehabt und war sehr erfolgreich. Das Kind war so engagiert, war so erfreut und ich habe auch große Freude gehabt damit. Das heißt also, man lebt schon mit den Erfolgen auch, die man hier mit den Kindern erleben darf. Ja, man lebt mit den Kindern mit, aber irgendwo wird dann natürlich auch, lebt man mit der Familie mit und hilft ihnen auch ein bisschen weiter. Würden Sie Kolleginnen aus Ihrem Berufsalltag empfehlen, sich auch hier dem Lernnetzwerk anzuschließen? Ja, selbstverständlich, bei genügend Zeit und Engagement schafft man das leicht. Und überhaupt, wenn man aus der Sparte kommt, ist ja das, ich habe Klassen mit 20, 30 Schülern gehabt, so fällt es mir leicht, Einzelkinder zu betreuen. Aber man muss nicht unbedingt Lehrer sein, um da mitzumachen? Nein, das bin ich mir sicher, dass man nicht sein muss. Aber es sind keine schlechten Voraussetzungen. Sie arbeiten mit dem Lernnetzwerk ja auch mit Schulen zusammen.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man mit der Schule fürs Erste melden die Schulen, manchmal melden die Schulen, dass Bedarf ist, und fürs Zweite ist der Kontakt mit der Schule sehr wichtig. Und da habe ich auch gute Erfahrungen mit der Volksschule Zell zum Beispiel. Ich kann aus der Vergangenheit berichten, dass wir halt wirklich viele Erfolge gefeiert haben und mit den Kindern, für die ist das auch wichtig. Und vor allen Dingen, die Kinder sind unsere Zukunft. Die sind bei uns da und die werden unsere Zukunft bestimmen. Und wenn wir denen jetzt gut helfen, dann wird das auch für uns wichtig sein. Wer jetzt das Gefühl hat, er möchte sich auch einbringen und sich der Gruppe anschließen, der meldet sich einfach bei Norbert.